Jetzt beginne ich noch einmal und würde gerne als erstes die Situation hier im Studio ansprechen. Es geht ja um die Performativität des Biofakts. Aber erstmal haben wir hier auch eine performative Situation, die Sie einschließt, die mich auf eine Bühne setzt. Da gibt es Licht, da gibt es Ton und ich bin ein Organismus. Ich bin kein Biofakt, ich bin auch kein Artefakt, ich bin ein Mensch. Und wesentlich für mich und meine Arbeit ist eigentlich dieser Weg von dem menschlichen Darsteller, dem Performer, dem Tänzer, hin zu einer Performativität von sogenannten nichtmenschlichen Größen. Das können Pflanzen, Pilze, Tiere, Zellen sein, die in einem Prozess, in dem wir uns im Moment befinden, immer stärker vergrößert werden und eine bestimmte Kraft entwickeln. Mich hat sehr früh interessiert, wie das Verhältnis zwischen Umwelt, also Körperumwelt und Körperumraum, das heißt auch im Weiteren Ökologie, meine Motivation, meine Bewegung beeinflusst. Theorien von Uexküll, in der die Identität eines Lebewesens in Beziehung gesetzt hat mit dessen Umwelt, der festgestellt hat oder behauptet hat und nachgewiesen hat, dass der Organismus nicht an der Haut- und Körpergrenze endet, sondern jedes Lebewesen sein eigenes Habitat hat und dieses Habitat auch ganz individuell zusammen seiner Wesenhaftigkeit dazugehört. Das heißt, als bildende Künstlerin und als Regisseurin, das sind meine beiden Herkünfte, hat mich sehr fasziniert, wie kommt es zu einer Bewegung zwischen dem Ich und der Umwelt? Wie sind choreografische Texturen, Tanztechniken, woher kommen die? Wohin entwickeln die sich? Und vor allen Dingen, wo entwickeln die sich hin, wenn wir, so wie ich das verstehe, an einem bestimmten, man nennt es vielleicht auch epistemologischen Bruch, das heißt an einer Grenze stehen, wo das, was wächst und sich bewegt, war zuvor natürlich. Heute ist das, was wächst und sich bewegt, auch technologisch. Und das ist genau an der Grenze, wo wir anfangen, Organismen zu verändern durch Biotechnologie. Dadurch entsteht ein verändertes Verhältnis zu dem, was wir als natürlich verstehen und das, was wir als technologisch verstehen. Und da sehe ich mich eben als Regisseurin und Künstlerin, die sich mit der Frage von Körpern im Raum, Körpern auf der Bühne beschäftigt, sehr angeregt und aber auch herausgefordert, zu befragen, in welcher Veränderung stehen wir da und wie kann ich das zu meinem künstlerischen Material gestalten? Vielleicht noch ganz kurz, also zu meinem Werdegang. Ich habe sehr früh Malerei in Berlin studiert und freie Kunst, begonnen dann performativ zu arbeiten und hatte ein großes Interesse aber auch an dem Handwerk des Performativen. Das heißt, was ist Theatralität? Warum ist ein Schauspieler, der auf die Bühne kommt, unglaublich charismatisch? Warum ist ein Performer, der in einer Galerie Texte spricht, warum kommt bei mir nichts an? Wie funktioniert das? Und bin dann eben ans Max-Reinhardt-Seminar gegangen in Wien, um dort wirklich ein Verständnis des Handwerks oder des schauspielerischen Handwerks zu erlernen. Und habe danach habe ich Klaus Spies kennengelernt, der als Mediziner und Medizinanthropologe Performance und performative Methoden als wissenschaftliches Erkenntnisinstrument verwendet. Das hat mich sehr fasziniert. Also es gibt da Victor Turner, der ja in seiner Theorie des Performativen anthropologische Gegenstände auch durch Performance beobachtet hat. Rite de Passage ist ein Buch, das Sie vielleicht auch kennen. Und Klaus Spies hat Immunsysteme von Studenten und Studentinnen und
in verschiedenen Kulturen nachgestellt, um ein Verständnis der politischen Metaphern und der kulturellen Metaphern in medizinischen Texten hervorzukehren. Das heißt, die Interpretation von Darstellern eines medizinischen Textes wurde gefilmt, aufgenommen, dann wurden die Bewegungen nach Laber-Notation, das ist eine choreografische Schriftform, ausgewertet, bestimmte Verhältnisse interpretiert und daraus gab es dann eine Einsicht eigentlich daran, wie der medizinische Text strukturiert ist. Und mich hat es von dort, wo ich herkomme, sehr fasziniert, dass Performance und Theatralität auch in der Wissenschaft genutzt werden kann, um ein Erkenntnisinstrument zu dienen. Das vielleicht mal so als Anfang. Und ich würde jetzt gerne noch einmal zu einem Projekt, das jetzt eben der FEF, also der Wiener Forschungsförderungsfonds in Wien gefördert hat, darauf zu sprechen kommen. Das ist jetzt nach einer 6-jährigen Arbeitsphase, in der ich in der freien Szene sehr viel gearbeitet habe, auch mit Förderungen durch das Bundesministerium Arbeiten realisieren konnte, habe ich jetzt eine 4-jährige Forschungsphase vor mir und mich berührt es auf eine bestimmte Art und Weise auch, dass dieses Cutting-Edge-Thema, also die Mikroperformativität, Jens Hauser hat diesen Begriff geprägt, ist ein Kurator im Feld der sogenannten Bioart, also Mikroperformativität, was ist das? Wie steht das im Verhältnis zu einer Performativität der auf einer mesoskopischen Ebene, das heißt auf der Ebene, in der wir uns bewegen, oder vielleicht zu einer makroskopischen Ebene? Jens Hauser unterteilt eben die mikroskopische Ebene, die mesoskopische Ebene und die makroskopische Ebene. Und für mich ist es sehr wichtig, eben in diesem Projekt, das jetzt die nächsten 4 Jahre entwickelt wird, da den weiter zu erforschen, was ist Performativität? Und um das ein bisschen spürbarer werden zu lassen, würde ich gerne einen Ausschnitt aus einer letzten Arbeit zeigen, die ich gemeinsam mit Klaus Spieß erarbeitet habe, die jetzt auf der Ars Electronica letztes Jahr eine Honorary Mention bekommen hat. Das ist also ein exemplarisches Beispiel davon, wie ein Biofakt selber zum, ich würde nicht sagen zum Schauspieler wird, aber wie ein künstlich erzeugter Organismus interagiert mit einem Publikum. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Eigentlich habe ich das Bedürfnis, schon jetzt zu fragen, wie weit Sie mir folgen können. Aber ich würde jetzt mal, soll ich die Frage mal stellen? Jetzt machen wir einfach weiter. Und ich würde gerne eben nicht das ganze Video zeigen, aber einen kurzen Ausschnitt daraus, damit mal eine Vorstellung davon entsteht, wie so eine Performance oder theatrale Situation, die Genetik und Zellen einschließt, ablaufen könnte. Und ich würde dann jetzt einfach mal hier auf Play drücken. Und hoffe, exploding prices for artworks incorporating animal relics. Conflict with visions of counter-economy as emphasized by the artist Joseph Beuys. Die haben ja nicht auf Relikte geschaut auch. Ja. Das unterscheidet ja solche Leute wie Spöri auch ganz prinzipiell von Beuys. Also ich glaube, dass der Beuys so in Däger war, dass er Hasenblut verwendet hat. Ja. Aber die 50 Hasen umzubringen, wie sind an die gekommen? Wenn es um symbolische Wert geht oder wenn es auch um ja, Blut als eben, ja, um Materialsemantik geht, dann ist Beuys da eigentlich schon immer relativ präzise gewesen. Von der Materialmenge her ist es mit Sicherheit ausreichend. Ja? Das sieht man hier, es ist jetzt in dem Zustand schön getrocknet. Also grundsätzlich ist das für DNA-Extraktion mehr als genug.
weil es immer darum geht, möglichst schnell einen Zustand herzustellen, wo die Enzyme nicht mehr aktiv sind. Ja. Das ist beim direkten Trocknungsprozess viel schneller als jetzt einmal in einem eingeschweißten Plastik. Ja. Also die DNA ist natürlich vorhanden, aber nicht mehr in ihrer langen Struktur, sondern in kleine Stücke, kleine Bruchstücke zerteilt. Und je kleiner die Bruchstücke sind, desto weniger gut verwertbar ist das auch für weitere Analysen. In our project, we conceive a living organism which resists its determination as a biobank commodity within the art market. Die Frage ist nur, wo geht die Feuchtigkeit eigentlich hin, wenn es da eingeschweißt ist? For our research, we opened one of the 200 Hare's blood multiples in which Joseph Beuys has shrink-wrapped volatile Hare's blood. Hare's blood for Beuys, who had even explained pictures to a dead hare, embodies an informational medium between life and death. Within the context of a multiple, the hare's blood's intrinsic significance, shared with reproducibility, meets criteria of token money as well as genetic DNA. Out of the DNA of Beuys' hare's blood, we created a new eco-species fresh to the market. First, we extracted DNA from the hare's blood in a genetic lab. We then used biosynthetic methods to insert the blood's catalase gene, which protects against stress and aging, into living yeast cells. This transgenic Boysian creature, which did not previously exist in nature, at the Biofiction Festival in Vienna's Museum of Natural History. We programmed a reactive system so that when the actual bids in the room diverged too widely from the streamed livestock share prices, the protecting activity of the synthetic gene declined, causing the artwork to age and even to decompose completely. 85, 80, 80, 80, a little bit 80, 80, would you give me 80 in the back? 85, 85, 85 right side, 90, a little bit 90, a little bit 90, 99 in the center, 100, 100, 2,500, 2,600, sold for 2,500. So, lot number one sold for 2,500 to the gentleman over there. In our project, the speculating bidders determined the artwork's commercial value in relation to its life. The new eco-species we propose for the market is capable to genetically process data along Beuys' economic visions to negotiate its very existence. Aha, da bin ich irgendwo. Da gehen wir mal weiter. Und ich würde ganz gerne diesen Begriff des Biofakts in seinem Verhältnis zum Artefakt anhand dieses kurzen Ausschnitts einfach einmal besprechen. Und die Frage natürlich daran, wer oder was performt hier und was ist überhaupt Performance, die Frage steht ja im Raum. Also wenn man davon ausgeht, dass der Begriff Performativität und Performance mittlerweile eigentlich so einen Höhepunkt erreicht hat und auch die Idee, dass Material selbst aus sich heraus performativ ist, ist in vieler Munde. Und ich würde gerne nur kurz skizzieren,
Ein Artefakt ist ja in dem Sinne ein durch Technik vom Menschen hergestelltes Ding. Und wir haben eben von Beuys ein Multiple gekauft, an dem er aus eben Hasenblut, das er in einen Plastiksack eingeschweißt hat. Ich habe das hier nachgearbeitet. Also es ist von mir ein gefakter Beuys, noch mit flüssigem Blut. Das ist in dem Fall aber Schweineblut und kein Hasenblut. Hier sehen wir jetzt das Original von Beuys. Das ist hier also getrocknet von 1972. Und geht dann eben weiter zu der Restauratorin, mit drei Restauratorinnen, mit denen wir diskutiert haben, ob man dieses Beuys-Objekt öffnen darf, wem das Beuys-Objekt gehört, wem das Blut darin gehört. Und für mich entsteht eine Beziehung zu dem Eigentumsrecht am eigenen Blut, an den eigenen Daten, an den eigenen genetischen Daten. Und es war sehr deutlich in diesem Gespräch mit den Restauratorinnen, dass dieses Objekt zu der Frage des organischen Körpers überhaupt wird. Bei Beuys ist dieses Dreieck, in dem Hasenblut eingeschweißt wird, hat eine vielfältige Ebenen. Das ist einerseits ist es der Bezug des Anorganischen zum Organischen, also der dreieckige, dieses fast geodreieckartige Form, setzt er in einen Kontrast zu der fluiden, organischen und in sich selbst verfallenen Flüssigkeit des Blutes als ja auch symbolisch stark aufgeladenes Material. Gleichzeitig ist aber der Hase ja bei Beuys, wie ja bekannt ist, auch ein mythisches Wesen, ein Wandler zwischen den Welten, zwischen Tod und Leben, zwischen Nacht und Tag, ist ein Begleiter der Hexen. Die dreieckige Form ist in alten alchemistischen Texten immer auch der Spiegel, durch den man in eine andere Welt hineintritt. Und gleichzeitig wurde in mittelalterlichen Apotheken wurden kleine Tücher in Hasentuch getunkt und als Medizin sowohl für psychotische Zustände als auch für Husten verkauft. Das heißt, in diesem Beuys-Objekt gibt es eigentlich eine ganze Bandbreite, die zwischen Medizin, Gesundheit, Mythologie und Transformation von Material in sich selbst eben schon vorhanden ist. Und wir haben eben dieses Material und da beginnt es eben für mich bereits performativ zu werden, haben wir in unterschiedliche Kontexte gesetzt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich den gleichen Gegenstand in einen unterschiedlichen Kontext setze, entstehen eigentlich eine andere Perspektive darauf, logischerweise. Das heißt, die Restauratorin reagiert anders als das Objekt, als der Kunsthändler, der es mir verkauft hat, mit dem ich ein Interview geführt habe, anders als die Molekularbiologin, anders als der Performer, der es versteigert und anders als der Käufer, der das zum Schluss kauft. Und ich erfahre eben in diesem Transformationsprozess immer mehr über das Material und gleichzeitig gibt es dann eine Beziehung zwischen dem Material und denjenigen, die es verwenden oder transformieren. Nochmal kurz zu diesem Übergang von dem Begriff Artefakt zum Biofakt. Das Biofakt ist eben nach Nicole Karaphyllis etwas, was wächst, also halb natürlich ist und halb künstlich. Das heißt, es wächst und es ist aus sich heraus, aber bereits technologisch. Das können zum Beispiel Viren sein, die eingesetzt werden als Technologie, um in der Zelle Informationen oder fremde Gene einzuschleusen. Das heißt, hier wird das Leben selbst oder biologisches Material bereits zum Werkzeug. Und in diesem Prozess, also wir haben hier das eben bei der Restauratorin nochmal das Blut aus diesem Multiple herausgenommen. Und es wurde dann also leer. Und hier sind wir bei der Mikrobiologin, die nochmal auch untersucht, wie kann jetzt dieses Material, wie ist es beschaffen, wie viel Informationen ist noch in dem Blut auf einer genetischen Ebene. Und da fragmentiert sich das und wird eigentlich immer in kleinere Stücke aufgelöst, was ja auch diesen Begriff der Molekularisierung von Körpern betrifft. Das heißt, wie verstehen wir uns, wenn unsere Körpergrenzen sich durch zum Beispiel Genbanken auch auflösen, also wo enden unsere Körper und wo beginnen unsere Körper in ökonomische Systeme eingeschlossen zu werden. Und hier ist sozusagen nur mal kurz, das ist auch, war auch hier in Salzburg bei Marc Rinnerthaler,
den ich jetzt auch im Rahmen dieses Besuchs wieder treffen werde, haben wir eben das konzipiert, wie eben ein Biobrick, der etwas kann, designt wird aus diesem Hasenblut, der dann in der Live-Auktion, die eben performativ in dem Sinne da, dass wir hier einen Auktionator hatten, der selber seine Auktion sehr unkonventionell performt hat. Und wir haben hier also einen Screen, der auf die Beat-Angebote reagiert. Und wir haben einen anderen Performer, der das Labor, was live auf der Bühne ist, bespielt. Das heißt, je nachdem, wie hoch die Gebote sind, wird, das ist in dem Fall, sind das Substanzen, die Stress auslösen, auf die Petrischalen geträufelt. Das ist also in dem Fall noch manuell. Und das Ergebnis, was hier entsteht, in dieser Petrischale, ist eigentlich ein Dokument aus dieser Live-Situation. Das heißt, so die lebenden Zellen und die toten Zellen sind ein Abbild oder ein Dokument der Live-Situation. Und hier ist es also nochmal, also auch um die Kopie wieder heranzuziehen, das ist also nicht nur eine genetische Kopie oder ein Doppel oder eine Fälschung oder eine Transformation, sondern es bedient formal in dem Fall auch den Ausgangspunkt und stellt aber auch in Frage, was Original und was Fälschung ist. Und wenn man das Ganze nicht kühlt, dann zerfällt es wieder in sich selbst. Und damit würde ich jetzt mal einen Punkt machen. Und jetzt sind wir anwesend und würde gerne, hoffe, ja. dass das möglich war zu folgen. Und wenn es Fragen gibt. Danke euch.